Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Revelio. Hogwarts Legacy. Okay. So, hier haben wir alles mitgenommen, bis auf die Getränke. Die können wir ja nicht mehr mitnehmen. Okay, hier kommt man nicht, aber ja, ich sehe es. Hier entlang. Revelio. So. Confringo. Revelio. Ich mach das bestimmt nicht für immer. Ah. Okay. Das muss man machen, um die Tür hier zu öffnen. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns weiter um. Hier haben wir Sachen. Revelio. Ja. Aha. Bagallion. So. Und zurück. Revelio. Lumos. Falscher Zauber. Revelio. Ich frage mich, ob Adelaides Onkel da hinten ist. Vorbei. Einfach mal ein bisschen ruhig sein. Okay, interagieren. Hallo, Mr. Oaks. Ja, ich bin hier. Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. So etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie die? Ich muss Mr. Oaks Zauberstab finden. Wo kann er sein? Yep. Ich weiß ungefähr, wo sie ist. Oder wo er ist. Revelio. Wir haben ja hier alles bereitgestellt. Okay. Bruch einen Schildzauber der alten Magiewurf. Mit einem springenden Kommandanten, der Revelio zu Boden. Von denen ist dieser. Langweilig
Ist da jemand? So. Er wollte gerade ausweichen. Dipendo! Ich hasse das! Descendo! So, so und. Damit kommst du nicht davon. Ich werde keinen Tod retten. So. Revelio. Gut, das war einfach. Also, nur oder weniger. Okay. So, umschauen. Hochgehen und... Outfit. Und nichts. Dann muss es hier hinten sein. Ah, Rolands Zauberstab. Das muss Mr. Oaks Zauberstab sein. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Revelio. Ja, vielleicht. Okay. Umschauen. Hier hochgehen. Abbiegen an. So. Revelio. Klappe, wir haben jetzt alles entdeckt, oder? So. Ich glaube, die Höhle haben wir auch geschafft. Geht das? Okay, hier gibt es keine Map, also können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob wir es geschafft haben oder nicht. Aber was wir sagen können, ist, wir haben einen Zauberstand für Mr. Roland. Ja, hier, bitteschön. Wir reden. Geschafft! Mein Zauberstab und... Halt! Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Ja. Aber sie haben ihn nicht vergessen. Sie haben die ganze Zeit über ihn gesprochen. Stimmt es, dass sie Kobold sogar sprechen? Ja, was Renrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Okay. Was haben Sie gehört? Sie meinten, sie hätten etwas aufgeschnappt.
Es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihnen und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Okay, verstehe. Schön, dass ich helfen konnte. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab! Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Danke. Mr. Oaks hatte Glück. Ranrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Ja. Es sah von dort aus, als könnte man etwas machen. So. Karte nicht verfügbar, aber wir haben hier. Oder? Ja. Ah, Nebenquest. Ich sollte vielleicht mal das anziehen, aber erst sobald wir alles gemacht haben. Ja, das haben wir bald und hier Hauptaufgaben, ja. Dauert noch ein Weilchen. Aber sonst läuft es gut, würde ich sagen. Hier noch eins. Hier, ja, noch genug. 8, 2. Ja. Buchseiten. Wünsche. Ja, müssen wir mal vorwärts machen. Gut. Wir gehen jetzt einfach raus im Mond. Raus geht's hier lang. Ja, schade, dass man sich jetzt nicht rausporten kann. Wenn eine Schnellreisemöglichkeit am Ende des Dungeons gibt. Ich habe gewogen, es wäre ja hier hoch gewesen. So. Gut. Ich glaube, das war genug Action, damit der Schmetterling zurückgesetzt werden kann, oder? Orts. Nein. Ja, ich glaube, Rest das ist von euch. Das ist von der Rest von euch. Contango! So wahnsinnig. Runter. Sieh mal an. Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Lu, so. Du musst jetzt mit mir mitkommen. Ja, der Letzte.
Gut. Und was haben wir hier? Nerida wird sich darüber freuen. Revelio. Ja, glaube ich auch. So. Und rüber. So. Schön. Und hallo. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig. Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Gerne. Viel Spaß mit dem Geschenk. Ich werde das Geschenk näher hier. Schön, dass wir gesunde diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad. Wundervoll. Das werde ich allen zeigen. Auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Vielen Dank. Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Finden wir es. Ich muss das unbedingt untersuchen. Ja. Was? Kein Level Up? Ah, okay. Gut, Den Schatz anhand der Brunnenschatzkarte. In der Brunnenschatzkarte ist ein bisschen, ja. Nur wenn sie schwarz sind, bedeutet das, dass es dort eine Aufgabe ist. Gut, wir wollen ja zu Papa Hogsmeade hier hinten hin. Die haben wir noch nicht gemacht, aber das ist im Moment nicht so wichtig. Im Moment gehen wir, ja, da runter. Ah, Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Revelio. Also wir hätten einen Geiststatue. Ja, stimmt. Wir haben ja nur bis. Wo war das? Hier haben wir alles. Hier haben wir alles, genau. Hier haben wir auch alles. Hier oben fehlen die zwei noch. Okay, in dem Falle. Revelio. So, das einmal. Das hier. Ja. Upper Hogsfield ist jetzt sicherer. Und dafür danke. Alle Humore. Er hat kein neues Instrument mitgenommen, oder? Ja, oder gekriegt, nachdem wir es gespendet haben, die letzten paar Mal. So. So. Oh, ist auch so voll. Okay, in dem Falle. Vielen Dank für all die Mühen bei der Suche nach ihm. Aufrichtigen Dank. Kein Ding. Alles, was schlechter ist, was wir haben, kann weg. Vielen Dank für die großzügige Hilfe. Ja, bitte. So, einfach alles verkaufen. Oh, meinen aufrichtigen Dank. Das war sehr tapfer. Also alles, was blau und grün ist, muss ich nicht anschauen.
So, bitteschön. Oder Dankeschön, meine ich. Ich danke für Ihren Besuch. Bitte, gerne doch. So. Rivelio. In diesem Haus ist nichts mehr. Ah, hier, der Demigeist. Hallo, Homora. So, perfekt. Du gehörst mir, Demigeist. Was? Nein. Die Statue. Mal. Revelio. Ah, da hinten. So, großer Dekoriertisch. So. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Ja. Liebe Schwester, ah, das ist die Schwester von dem einen Typ, Titelwut, oder wie der heißt. Es ist schon einige Zeit her, seit wir von dir gehört haben. Wie stehen die Dinge im Ministerium? Wir denken oft an dich und hoffen, dass es dir gut geht. Es wird dir freuen zu hören, dass wir uns alle mit deiner Entscheidung, Aurorin zu werden, abgefunden haben, so gefährlich dieses Leben auch ist. Du musst dein Leben leben und deine eigenen Wege finden. Du hast dich entschieden, dein Leben in den Dienst der Welt der Zauberei zu stellen. Ich bin stolz, dich Schwester nennen zu dürfen. Ich muss dir jedoch etwas berichten, das dir seltsam vorkommen könnte. Es scheint so, als hätte ich ein Troll im den Zugtunnel in der Nähe der Stadt häuslich eingerichtet. Ich fürchte, den armen Ding ist eine tragische Lektion über die grundlegenden Gesetze von Geschwindigkeit und Kraft, ein Beispiel von Lokomotiven vorherbestimmt. Schreib bitte bald, Eddie. Dingsbums da. Und sie ist weg. Der Distelzauber wird. Die Distel der Zaubererwelt, Helen Distel, wurde Erinnerung einer Aurorin. Der Ruhestand ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich genieße ich die freie Zeit, aber der Nervenkitzel einer Jagd auf magische Wesen und Zaubereiverbrecher fehlt mir doch. Ich weiß, wir sollen nicht offen sagen, dass wir das Chaos bei unserer Arbeit zu schätzen wissen. Aber nichts kommt an die Aufregung heran, die man bei der Verfolgung eines ukrainischen Eisenbahns durch eine Mogelstadt empfindet. Vor allem, weil in Anschluss alle Mogel, die dich gesehen haben, mit Obliviate belegt werden müssen. Nur geringfügige, weniger Spannweis mit nicht mehr als einem einzigen Korb springenden Knollen den Plan eines schwarzen Magiers zu vereiteln, das Ministerium mit einem Armee chinesischer Kaukohle zu übernehmen. Mein Gott. Wenn das Ministerium endlich all meine Fälle veröffentlicht, werden meine Nachbarn mich in einem völlig neuen Licht sehen. Die alte Madame Tistel wurde am Ende der Straße ist diejenige, die diesen und jenen über üblen Burschen nach Azkaban gebracht hat. Im Moment kann ich vieles nur andeuten, da ich sonst Dinge verbreiten müsste, die strengster Geheimhaltung unterliegen. Ich werde nur ungern meine ehemaligen Kollegen zwingen, mich selbst in Azkaban einzusperren. Wahrhaftlich kein behaglicher Gedanke. Nun, ich sollte wohl in meinem Garten nach dem Rechten sehen. Die Wassenglocken haben es zu dieser Jahreszeit sehr schwer. Okay. Diese Elfe hier bleibt auch hier. Rivelius. Ah, da ist sie ja. Teil 3, 2 und Teil 3. Geht wohl. Okay, dann lesen wir das mal. Die Distel, bla bla bla. Ich habe dieser Tag viel Zeit in Erinnerung aus meinem Berufsleben zu schwelgen. So frage ich mich auch, ob das Gute, das wir getan haben, die Fehler, die wir gemacht haben, aufwiegt. Haben wir die Verbrecher immer zur Strecke gebracht? Nein,
haben wir manchmal die falsche Person hinter Gitter gebracht, es nicht auszuschließen. Wie hätte all das durch das Wohlergehen der Welt der Zauberei als Ganzes aufgewogen? Ich rede es mir gern ein, aber andererseits bin ich auch keine Hexe, die unschuldig in Azkaban verrottet. Wäre ich es, würde ich wohl anders darüber denken. Es ist eine moralische Zwickmühle ohne Ausweg. Oder zumindest glaube ich nicht daran, dass ich einen Ausweg finden werde. Das ist das Schlimme an der Pensionierung. Plötzlich hat man enorm viel Zeit, über Probleme zu grübeln, die man eigentlich längst hinter sich gelassen hat. Außerdem sind meine Hasenglöckchen gestorben. Okay, und zu guter Letzt. Hier. Noch immer brüte ich über den großen Fragen, die ich kürzlich gestellt habe. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich meine Mandel von der Zaubergamort verteidigen könnte, sollte es möglich nötig werden. Mein Gott. Sorry. Es kam nur selten dazu und nie war es eine angenehme Erfahrung, egal wie sehr sicher ich meine Sache war. Entgegen der landläufigen Meinung ist das Ministerium alles andere als allmächtig. Und als ich meine Dienstmarke an den Nagel hing, lagen noch so einige ungelöste Fälle auf meinem Schreibtisch. Selbst mit aller Zeit der Welt zweifle ich daran, dass ich sie lösen könnte. Sollte sich jedoch je die Gelegenheit ergeben, mich erneut einem von ihnen zu widmen und eventuelle Fehler, die ich gemacht haben könnte, zu korrigieren, würde ich sie gerne sicher ergreifen. Das ist der einzige Weg für mich, ruhigen Gewissens an meine Berufstätigkeit zurückzudenken. Zögere nie, einen Fehler zu korrigieren, besonders wenn es dein eigener ist. Manchmal fürchte ich, dass wir in unserem Eifer, Gerechtigkeit zu üben, manchmal zu einem Instrument der Ungerechtigkeit geworden sein könnten. Ganz besonders ich könnte mich irren, aber das bezweifle ich. Ich bin übrigens fertig mit dem Gärtnern. Ich brauche einen neuen Zeitvertreib. Okay. Gut, aber bevor wir das machen, gehen wir mit der alten Dame. Hallo! Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Brodle. Sirona Ryan bat mich, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich Sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brodle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Okay, ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Okay. Wie war Sirona in meinem Alter? Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihnen gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Okay. Und was war in der Schachtel mit den Briefen? Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja,
natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Okay, danke, Mrs. Sprout. Danke, Mrs. Sprottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Hab ich ja schon. Aber egal. Und betritt die Höhle da drüben. Okay. Zack. Ah, hier oben. Okay. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Sprottle erwähnt hat. Ja, Horklumpsaft. Gut, dann gehen wir rein. Ja, und ich sehe gerade, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis Klumpe zu... gegeben. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Ja. Vielleicht finde ich dort ja noch mehr Horklumpe. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.